Hallo Freunde und damit wieder herzlich willkommen zurück zu Zelda Ocarina of Time Hard Mode Challenge. Wir sind hier in der Gerudo-Festung und haben im letzten Part hier einen auf Dieb gemacht, um die Zimmermänner, die verschollen waren, wiederzufinden und auch zu befreien, weil sie von diesen Gerudo-Kriegerinnen hier eingesperrt wurde, weil sie sich hier rumgeschlichen haben. Sie wollten diesen Kriegerinnen beitreten, meinten sie, aber wurden, ja, weil sie Männer sind, eingeschlossen. Und, ja, sie sprachen auch davon, dass sie Männern gegenüber eine sehr negative Einstellung haben. Nur Ganondorf ist ein wahrer Mann, so ungefähr. Da wir es aber geschafft haben, sie alle auszutricksen und alle zu befreien, wurden wir jetzt als ein Gerudo anerkannt und können uns nun hier problemlos durchbewegen. Auch ganz lustig, wir können die trotzdem noch umballern. Oder? Geht das nicht? Oh, das geht gar nicht mehr. Okay. Hatte ich anders in Erinnerung. Alles klar. Cool. Wäre auch ein bisschen komisch, wenn man seine eigenen Freunde abballern könnte. So, das hier ist ganz interessant. Hier führt das zu einem Extra-Dungeon. In die Arena. Hier bekommen wir, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, die Eispfeile. Ja, die kann ich ja... Ja, eigentlich braucht man die aber nicht. Das ist das Thema. Das ist eigentlich auch nur eine Nebenaufgabe, wenn man sie haben möchte... Kann man sie sich holen, das ist halt so zum Spiel komplettieren halt eben. In der Wüste wurde Ganondorf, der Großmeister des Bösen, geboren. Vielleicht finden wir dort etwas. Ja, Navi, vielleicht machst du mal deine Augen auf, falls du überhaupt welche hast. Wo befinden wir uns denn gerade, hä? Direkt davor. So, da hinten gibt es auch ein Minispiel. Das ist Bogenschießen auf dem Pferd, also auf Epona. Da wir aber dort einen Köcher und ich glaube sogar ein Herzteil bekommen, ja, was ja beides gegen meine Regeln verstößt, machen wir das nicht. Wir wollen jetzt aber in die Wüste. Mit unserer Anerkennung als Gerudo können wir das jetzt ein Glück auch. Mit dieser Person können wir nämlich sprechen. Nun, Kleiner? Ja, das war sehr informativ, danke. Ohne deine Hilfe wüsste ich jetzt nicht, wo ich weiter noch hin muss. Wir gehen jetzt einfach mal hier hoch. Vielleicht finden wir da ja eine etwas mehr gesprächigere Person. Und zwar genau die hier. Hey, Grünschnabel. Hab zwar blaue Kleidung an, aber egal. Willst du dich wirklich in die Wüste begeben? Na gut, ich öffne das Tor. Aber es ist nicht leicht, den Geistertempel zu erreichen. Zunächst musst du den Treibsandgraben überqueren. Dann folge auf dem richtigen Weg den Flaggen, sonst schluckt dich der Sand. Okay. Die zweite Prüfung, folge dem Wüstengeist. Ohne das Auge der Wahrheit aber landest du direkt wieder hier. Du willst immer noch dorthin? Ich halte dich nicht auf. Mach's gut. Zweimal in die Hände geklatscht und das Tor wird geöffnet. Will ich auch können. Eine wirklich sehr atemberaubende Fähigkeit. Okay. Ja, das Auge der Wahrheit haben wir ja. Von daher sollte das, denke ich mal, kein Problem sein. So, leider kann ich keinen Backflip hier runter machen. Nee. Ich kann aber auch keinen Seitensprung machen. Ich muss ja mich so einmal ranhängen und dann mit A mich runterfallen lassen. Mit Epona können wir hier durch den Treibsand sowieso nicht reiten. Also von daher können wir Epona erstmal dort stehen lassen, wo sie ist. Gespensterwüste, vertraust du deinem Instinkt? Verschlingt dich die Wüste, suche den wahren Pfad. Also sollen wir mal wieder nicht auf unsere Sinne hören, sondern auf das Auge der Wahrheit. Welches wir ja ein Glück haben. Plus den Enterhaken natürlich. Einmal hier hingelegt und einmal hier hingelegt. So, abgespeichert. Okay. Bisher sehen wir mit dem Auge der Wahrheit nichts. Das verändert hier auch wirklich rein gar nichts. Das ist nur darum, um diesen Wüstengeist zu sehen. Das, was diese eine Gerudo dort erzählt hat. So, mit dem Enterhaken kommen wir hier nur rüber. Also mit dem verlängerten Fanghaken sozusagen aus dem Wassertempel. Hä, wo führt das denn hin? Oh, ihr rastlosen Abenteurer, die ihr durch die Wüste wandert, besucht mich. Fliegende Händler. Okay, da können wir ja mal rübergehen. Hier ist jetzt eine Brücke und mit dem schwebenden Stiefeln kommen wir dann zu dem rüber und der verkauft uns irgendwas. Wollen wir uns das mal eben kurz anschauen, was der uns dort verkauft? Ich weiß es nämlich nicht. So, abgespeichert. Oh, wollte schon sagen, ich fahre jetzt runter fast. Hi.
Willkommen! Ich verkaufe hier seltsame, seltene Sachen aus der ganzen Welt. Mein heutiges Angebot ist ein bombiges, ferngesteuertes Objekt. Furchterregend, ich erzähle euch erst etwas davon, wenn ich Geld sehe. Wie wär's mit 200 Rubinen? Ja, klar! Oh, ihr habt zu wenig Rubine. Ich gebe keinen Nachlass, nicht einen Rubin. Gut, dann hauen wir mal wieder ab. Cool, wir können noch nicht mal bei den kaufen, weil wir halt so ein armer Kerl sind, der nur mit 99 Rubinen rumläuft. Tja, schade gelaufen, die brauchen wir aber sowieso nicht. So, wir müssen jetzt den Fahnen folgen, meinte die Gerudo. Weil sonst, werden wir ganz schnell wieder am Anfang der Wüste landen. So ist es auch. Da müssen wir wirklich genau hier immer direkt auf zur nächsten Fahne oder direkt auf die nächste Fahne zulaufen. So, das Auge der Wahrheit brauchen wir hierbei nicht. Das ist wirklich nur für den Geist, den wir bald treffen werden. Ist halt so ein Irrlicht oder Irrwisch, was auch immer, für wie das Viech genannt wird. So, hier bei den beiden Flaggen haben wir es erstmal geschafft. Hier können wir uns jetzt frei in diesem Bereich bewegen. Und erstmal springen wir hier runter. Zack! Denn hier haben wir eine Skulltula. Die will ich natürlich haben. So, einmal mit dem Enterhaken angezogen. So, dich haben wir. Und die Krüge zerstören wir auch mal eben. Denn, oh, so, da war sogar noch eine Vieh dabei. Hier erscheint nochmal eine weitere Kiste. Ich weiß nicht, was drin ist, deshalb teste ich das einfach mal. Einfach mit den Feuerpfeilen abballern, beide. Keine Ahnung, was da drin ist. Ich hoffe, kein Herzteil. Deshalb werde ich auch vorher... Oh, da wird ganz sicherlich kein Herzteil drin sein. Nö, nur 50 Rubine. Aha, ich dachte, dass da in der Mitte eine große Truhe steht. Okay, aber auch das Auge der Wahrheit sagt, dort ist nichts. Also können wir, glaube ich, auch darauf bauen. So, dann klettern wir jetzt einfach nochmal hoch. Und werden dann gleich auf das Irrlicht treffen. Oder auf den Wüstengeist, wie er genannt wurde. Und er soll uns mal gefälligst den Weg zeigen, wie wir zum Geistertempel kommen. So, man hört auch schon das Geräusch. Und jetzt werden wir hier einmal lesen, was hier drauf steht. Vielleicht hilft uns das auch weiter. Jenen mit dem Auge der Wahrheit wird ein hilfsbereites Phantom zum Geistertempel führen. Aha, da ist er. Den rechten Weg, den zeige ich dir, denn du hast dafür kein Gespür. Nun flott und folge mir sehr dicht, alleine überlebst du es nicht. Okay. Ja, da müssen wir wirklich einen sehr, sehr komischen Weg latschen. Aber anders kommen wir da nicht hinterher. Wir müssen auch permanent, ja, was heißt permanent? Kann auch immer wieder den Trick hier machen oder halt den Bug, den ich euch im Schattentempel gezeigt habe mit der vorherigen Wirbelattacke und dann das Auge der Wahrheit. Dann kostet das noch nicht mal, Magie. Aber wir wollen hier jetzt nicht irgendwie stumpfsinnig irgendwelche Bugs ausnutzen. Das haben wir nämlich nicht nötig. Ich hoffe nur, das Vieh kann man nicht töten. Das wäre auch ein bisschen scheiße. Aber er wartet netterweise, wenn wir ein bisschen mehr Zeit brauchen. Am besten, man ist immer ganz nah bei ihm. Dann kann einem wirklich nichts passieren. Außer, dass einen vielleicht diese Viecher treffen. Aber das passiert ja auch jetzt bisher nur einmal. Ah, da ist auch so eine Kiste. Daran darf man sich aber wirklich nicht orientieren. Seht ihr ja, wie komisch dieser Geist fliegt. Aber anscheinend fliegt er jetzt direkt auf die beiden Flaggen dazu, oder? Aha. Gut, jetzt hatte Nintendo keinen Bock mehr, irgendwelche verwirrenden Wege einzubauen, die er fliegen soll. Okay. Und da sind wir auch schon angekommen. Hier ist der Wüstenkoloss, glaube ich, so wird er genannt. Und das ist auch gleichzeitig der Geistertempel. Ganz genau, der Wüstenkoloss. Oh, diese Melodie geht aber auch ganz schnell ins Ohr, ne? Boah, ey, voll fies, wie der mich da trifft. So, die beiden Palmen hier sollen sehr auffällig sein. Aua. Was aber sehr witzig ist, dass ich das vorher auch nie gecheckt habe. Hier ist ein, ein Riss in der Wand. Ach du Scheiße, ich will jetzt hier nicht sterben. Navi zeigt nur da drauf. Okay, dann werde ich das mal öffnen. Den Gegenstand hole ich mir mal.
Den werde ich aber nicht verwenden, keine Angst, denn der ist gesperrt. Ach du Scheiße, ey. Oh, ein Glück. Kommen wir jetzt zu einer Fee, die mich gleich heilen wird, ey. Wusste nicht, dass das da draußen so hart ist. Eigentlich vom Ding her sogar härter als der letzte Boss. Das muss man sich mal reinziehen. Aber okay, ist ja schön, wenn der Schwierigkeitsgrad höher ist. An der Stelle. Ist ja jetzt auch der letzte Tempel. So langsam sollte man ja was von der Hard-Mode-Challenge mal endlich spüren, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass ich bisher so reibungslos durchkomme. Wirklich nicht. Hätte ich nicht drauf wetten können. So, und da rufen wir auch schon die nächste Fee. Die Eisfalle werde ich, glaube ich, auch nochmal holen. Später, aber oh, auch wenn ich sie nicht brauche. Boah, ja, Flink schaut erstmal auch. Boah, diese Brüste. Hä? Hallo, mein süßer Link. Ich bin die Fee der Magie. Ich habe einen mächtigen Zauber für dich, den du leider nicht benutzen darfst, weil du Regeln aufgestellt hast. Bitte nimm ihn aber trotzdem, um dein Inventar zu komplettieren. Bitteschön. Cool, danke. Grünes Feuer hier an den Seiten. Er ist immer noch verstaunt. Wahrscheinlich wegen dieser bestimmten Blickrichtung. Und da haben wir's. Nerus Umarmung. Setze diese kraftvolle magische Schutzaura mit C ein. Nerus Umarmung kannst du nur für begrenzte Zeit nutzen. Wende diesen Zauber also mit Bedacht an. Okay. Bist du vom Kampf erschöpft, besuche mich einfach wieder. Okay, mache ich. So wie ich eben gerade schon getan habe. So, ja, Nerus Umarmung. Jetzt haben wir hier auch alles voll. Kommt euch vielleicht auch da von den Namen bekannt vor. Din, Farore und Nehru, so wie es die Prophezeiung erzählt hat. Das waren die drei Göttinnen, die die Welt hier in Hyrule erschaffen haben. Ja, den darf ich aber nicht benutzen, diesen Gegenstand, denn der macht mich unbesiegbar gegen eine, gegen die Bezahlung von etwas von unserer Magie. Unbesiegbar für mehrere Sekunden. Ich denke, so 20 oder 30 Sekunden hält das schon an. Können wir von jeglichen Dingen getroffen werden, dann ist die Hard-Mode-Challenge keine Hard-Mode-Challenge mehr. Könnte ich den Endboss ohne Probleme besiegen. Wirklich. Das ist das Thema. Das wollte ich halt eben vermeiden. So, wir sind jetzt im nächsten Tempel angekommen. Was hier erstmal sehr komisch ist, ist, dass wir, ja, nicht von Sheik aufgehalten wurden. Cool, wir wurden getroffen, aber gleichzeitig geheilt von dem Krug. Ist ja auch total sinnvoll gewesen, ne? So, was haben wir denn hier? Lesen. Wer in die Zukunft reist, der möge aus der Vergangenheit kommen und die Kraft des Silbers tragen. Okay. Verwirrende Worte. Komme in der Vergangenheit hierher mit dem reinen Herzen eines Kindes. Ich glaube, das haben jetzt alle verstanden. Hier sollen wir als junger Link wieder zurückkehren. Denn dort ist ein kleiner Spalt zum Durchkrabbeln. Und hier ist ein riesiger Balken, den wir leider nicht verschieben können, weil wir zu wenig Kraft dafür haben. Okay, ein normaler Mensch könnte das niemals bewegen. Aber anhand eines Gegenstandes werden wir bald ja, eines Besseren belehrt. So, soviel zum Thema Sheik. Den werden wir jetzt nochmal antreffen. Sehr cool inszeniert. Von oben runter gejumpt. Ha! Jetzt soll man halt erstmal vermuten, da kommt irgendein großer Gegner auf uns zu. Nein, es ist nur Sheik. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Das Masterschwert sei dir ein Ruder auf deinem Weg hin und zurück durch die Ströme der Zeit. Der Hafen der Zeitwanderer liegt in der Zitadelle der Zeit. Willst du den Wüstenkoloss betreten und in den Geistertempel eindringen, musst du wieder zurück auf den Wellen der Zeiten. Höre nun das Requiem der Geister. Es wird dich als Kind in die Wüste zurückbringen. Genau, denn als junger Link würden wir ja niemals diesen Weg hinter uns bringen können. Wollte jetzt das schöne Lied hier nicht unterbrechen. Das Requiem der Geister, auch ein sehr cooler Track. Wirklich alle Lieder hier klingen sehr melodisch, sehr cool. Okay, und damit haben wir den letzten Song im Spiel gelernt. Was auch wieder halt ein Song ist zum Tempel herporten. So wie immer. Und da oben ist wieder die Eule, die haben wir lange nicht mehr gesehen. Ich
glaube, das letzte Mal, als wir junger Link waren, in den Zora-Reich, könnte das vielleicht sein? Weiß ich nicht mehr genau. Du hast das Requiem der Geister erlernt. Super. So, Sheik, verrätst du dann uns vielleicht endlich mal, wer genau du bist? Wäre mal ganz interessant, wenn du mal so ein bisschen mehr über dich erzählen würdest. Ey! Er kann sogar den Sand kontrollieren. Na, klasse. Und schon ist... Und ein weiteres Mal ist Sheik weg. Na, toll. Gut, dann würde ich mal sagen, ja, wartet mal. Mal wieder das Liedproblem. Wo haben wir es denn? Da, alles voll, alles komplettiert. Super, geil. Super geil. Wo haben wir es denn? Ach, da unten, stimmt ja. Ist ja ein Portzauber. Okay. Ist ja auch recht einfach. Eigentlich zu einfach, dass man das eigentlich gar nicht vergessen darf. Schäme ich mich jetzt ein kleines wenig. So, zur Zitadelle der Zeit. Auf geht's. Und da sind wir wieder back in der Zitadelle der Zeit. Citadel of Time und so. So, da haben wir die drei Amulettsteine, die wir mal gesammelt haben in den Tempeln. Ganz mutig als junger Link. Und nun stecken wir wieder das Masterschwert zurück, weil wir keinen Bock mehr haben und die Reise kurz vorm Ende abbrechen. So. Und ciao. Ich möchte wieder ein Jungspund werden. Ein kleiner Stöpsel. Und da ist er wieder. Hüpp. Ah, sympathisch wie immer der junge Link. Super cool. So. Und, ich habe es nicht vergessen. Ich wollte schon sagen. Ich wollte schon eben gerade sagen, toll, haben wir den neuen Song gelernt und ich habe ihn schon gleich wieder vergessen. Das wäre dann ja Kurzzeitgedächtnis einer Fliege, die alle 3 Sekunden immer wieder gegen die Scheibe fliegt, weil sie es dann wieder vergessen hat. Mhm. Unnötige Nebeninformation for the win. Okay, dann... Wow, aufpassen hier, Link. Link, das ist unser letzter Tempel. Bist du bereit dafür? Ja, ich denke schon, klar. Ich bin auch immer bereit. Und jetzt müssen wir auch aufpassen, weil hier wird es jetzt das erste Mal einen Gegner geben, der uns one-hitten kann. Ganz genau. Und mit one-hitten meine ich auch one-hitten. So, wir haben noch 3 Minuten. Da werde ich dann nochmal hier hingehen. Und wer ist das denn? Das ist eine Gerudo. Ich habe dich noch nie gesehen, Kleiner. Was willst du hier? Den Tempel anschauen? Ich suche die Weisen. Eigentlich nichts. Tempel anschauen. Na, den Tempel anschauen. Du bist noch zu klein. Der Tempel ist nicht der richtige Ort. Für Kinder, geh woanders spielen. Hä? Okay. Ja, jetzt sagt sie das gleiche nochmal. Ich will aber alle Variationen durchgehen, damit ihr jede einzelne Antwort von ihr kennenlernt. Ich suche die Weisen. Ein Weiser? Pff, keine Ahnung. Ist das jemand, der Vater und Mutter verloren hat? Ja, von wegen Waisenkind und so. Na gut. Dann jetzt aber die richtige Antwort. Nämlich sind wir total boring. Eigentlich ja nicht. Du hast nichts Besseres zu tun? Du kommst wie gerufen. Kannst du mir einen Gefallen tun, Kleiner? Also die absurdeste Antwort ist hier die richtige. Haben sie mit Absicht gemacht. Moment mal. Du bist doch nicht etwa einer von Ganondorfs Anhängern, oder? Und wenn es so wäre... Ich hasse Ganondorf. Und wenn es so wäre... Haha, gib nicht so an, Kleiner. Jemand wie du könnte nie einer von Ganondorfs Anhängern sein. Warum fragst du dann überhaupt vorher? Auch, ja, wieder logisch. Diese Schurken sind aus ganz anderem Holz geschnitzt. Aber erst will ich mich vorstellen. Vielleicht war es auch nur ein Test. Ich bin die Gerudo-Kriegerin Naboru. Ah, ich gehe lieber allein auf Beutetour. Und noch etwas solltest du wissen. Ganondorf und ich gehören zwar demselben Volk an, doch wir sind grundverschieden. Ganondorf und seine Anhänger haben auch Frauen und Kinder beraubt, ja sogar getötet. Wisse, das Gerudo-Geschlecht besteht nur aus Frauen. Nur alle 100 Jahre wird ein Mann geboren. Auch wenn es unser Gesetz so will, dass dieser Mann der König der Gerudo wird, so schwöre ich Ganondorf niemals im Leben Treue. Ach, wie war eigentlich dein Name, Kleiner? Link?
Was ist das denn für ein komischer Name? Naja, egal. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Schaffst du es, durch diesen engen Durchlass zu kriechen und einen Schatz zu bergen? Es handelt sich um ein uraltes Diebesrelikt, die Krafthandschuhe. Damit kann man sehr schwere Dinge anheben. Hey, Kleiner, denk nicht mal dran, dir die Handschuhe selbst unter den Nagel zu reißen. Die Krafthandschuhe würden dir sowieso nicht passen. Sei anständig und bring sie mir. Ganondorf und seine Vasallen nutzen den Geistertempel als eines ihrer Verstecke. Nur mit den Krafthandschuhen kann ich mich hier hineinstehlen. Dann kann ich nicht nur all ihre Diebesgut an mich nehmen, sondern auch ihre grauenvollen Pläne durchkreuzen. Also, wie ist es? Machst du's? Ja. Danke, Kleiner. Wir beide werden Ganondorfs Tyrannerei beenden, nicht wahr, Kleiner? Wenn du die Krafthandschuhe besorgst, dann werde ich mich bei dir revanchieren. Okay, das aber erst im nächsten Part, Leute. Also sehr cool, wir haben uns hier mit dieser Gerudo-Frau Naboru angefreundet und sollen jetzt die Silberhandschuhe für sie holen. Tja, okay, das werden wir dann erst im nächsten Part machen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wäre nett, wenn ihr den Part bewerten könntet. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder hier bei Zelda Ocarina of Time Hard Mode Challenge im Geistertempel. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.